Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock in der Remastered-Version. Ja, jetzt habe ich mich so langsam wieder ein bisschen eingespielt und kann jetzt ein bisschen Liebste, mehr reden. Es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Ajo. Wie gesagt, versuche jetzt wieder ein bisschen mehr zu reden, ja. Also gerade bei in den Schusssequenzen wird es schwierig, aber ich versuche halt mein Bestes. Zu Besuch beim Abschaum der Menschheit. Und Action Bodo. Spider Splicer. Organe können wie bei Verbandskästen angewendet werden. Geil. Ich auch noch. Nitro Splicer. Kriegen wir da. Also der Schaden. Oh. Darum. Mann, das kann doch nicht angehen. Habe ich da echt so viel? 24, was? Ja, wie gesagt, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen mehr im Flow drin. Und versuche mich natürlich auch ein bisschen spannend dazu. Hallo? Ja, keine Chance. Ach, da. Ah, ja. Versuchen wir es nochmal. Ein bisschen Augen aufhalten. Da ist wieder schon kaputt, ne? Jo. So. 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 Runter. Reito. Geradeaus. Und los. Ein bisschen besser drauf aufpasst, ist es auch. Oh, viel panzerberechnende MG-Muni. Auf jeden Fall schön gegen Big Daddies. Wenn sie über Schmuggler ist, das halt nicht wirklich viel drin. Ne? Also ich wette, dadurch, dass ich die nicht alle angucke oder sowas, in irgendeinem ist Adam drin. Oder sowas, ha? Huh? MG-Patron, ja. Und Granaten. Ja, den Nitro-Splicer. So, jetzt sind wir dort schon. Okay, das zählt ja so. Der Tastenfeld, dafür bräuchten wir einen Hinweis. Lassen Sie sich registrieren. Oh, der war ja instant weg. Malus, weil tot. Jo, aber haben ist besser als nicht haben. Aus dem Boden! Aus dem Boden! Na, gibt's Bonus? Ah ja, ist okay. Es ist schön, dass ich inzwischen schöne One-Shots machen kann. Kann ich machen. Ja, jetzt muss ich nur noch genug zielen können und dann. Da nehme ich auch eine Pistole. Da. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon mal was bekommen habe, einen Hinweis oder sowas für den Code.
ist garantiert irgendwas Interessantes dran. Ja, schnell weg. Gibt's hier irgendwo einen Hinweis? Hier unten ist gut. Panzerbrecher. Irgend so ein Hinweis. Irgendwo hört man aber noch einen Splicer. Nee, also ich sehe jetzt erstmal keinen Hinweis auf. So. Mehrere Motive. Ah. Wer hat ihn geschickt? Da war doch irgendwo noch eine Drohne, oder? Perfekter Sicherheitsbot. Den hacken wir und fotografieren wir dann. Ja, gibt bestimmt auch einen schönen Bonus. So. Basteln wir mal in Ruhe vor uns hin. So, so und so. Ich brauche noch eine. Genau, da, weg und los geht's. Ach ja, so, komm her. Und komm her. Tool ist freundlich gesinnt. Deswegen machen wir das nicht. Wir haben uns von dir abgewandt. Echt. Oh, ein Nitro-Splicer mit einem A. Schicke dir die Pest. Oh. Mein Gericht wird über dich kommen. Oh. So schreck. Dann nehmen wir mal die Schrotflinte. Nur Schrot, nee, nur Schrot, okay. Ja. Aber hier haben wir auch nicht 1, 2, 3, 32, 35. Das wäre vielleicht eine Idee, mal das auszuprobieren. Das Problem, wenn wir beide Kontakten hier. Ja. Die Spritze. Das Vorankommen ist nicht das Problem. Ich weiß ja, wo ich den etwa lang muss. Aber. Was habe ich jetzt gesagt? 32, 35. Ich meine, kann ja sein. Wir versuchen es einfach mal, weil hier steht es nicht. Doch, da. Egal, wir versuchen es einfach mal. Mehr als schaden kann es nicht. So. 32. 35. Falscher Code. Okay. War 1 Versuch wert. War 1 Versuch wert. So. Was haben wir denn noch? Also hier geht's ja wieder raus. Also ich will mir gerne eine Note setzen, aber geht ja leider nicht. Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fünfjahrespläne entronnen zu sein. Aber als die Deutschen in ihrem Niedherzpleiser, müsste voll sein. Bremst ihre alte statische Entladung andere nicht schnell genug ab, dann rüstet sie doch noch heute mit statischer Entladung 2 auf. Ein Gentunikum von Wine Industries. Ja, was? Körperpanzerung, Wrench Jockey. Wasser der Flüsse, wer zu Blut? Oh. Weiter meinen armen Robo zerschießt. Ich will mal gucken. Aber hier war ich doch eigentlich schon. Hatte ich das Ding? Haben die das neu aufgestellt? Ich bin mir gar nicht sicher. Guarda, bin ich mir absolut nicht sicher, mein Freund. Wie absolut nicht. Ach ja, hier war die Kamera. Dann haben die das neu aufgebaut, das Ding.
Investorenkugeln, kein Riegel. Ich habe genug Eve-Spritzen, aber irgendwie fehlt es mir ein wenig an Verbas Cassin. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Ja, komm. Actionfoto, Actionfoto, Niederungspleister. Fand ich einen Granatenblindgänger. Oh. Das müssen 2 Liter-Splicer sein, oder? Oh, ja, da hat es mich dann hingerafft. Was kostet mich das Ganze jetzt? Also diese Animation ist schon echt cool, muss man ja mal sagen. Oh, ich bin auf der anderen Seite gespawnt, okay. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen, aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Was ist... Ladies und Gentlemen! Ja, den habe ich wohl erwischt, als ich, genauso wie ihn hier, als ich gestorben bin. Pistolenkugeln. Ja, aber eigentlich... Pistolenkugeln. Ganze Elfstück immerhin. So, aber die Rosies und die Big Baddies. Da hätte ich natürlich gerne wesentlich mehr Fotos. Da muss ich hin. Ist voll wunderschön in der Medienstation. Wandkasten. Jetzt ist zwar mein ganzes Geld dafür ausgegeben, aber das macht schon nichts. So, ich muss ja wieder zurück. Genau, und dann da. Und dann da. Dann war ich überall außer in diesem einen Raum drin. Wie gesagt, kann sein, dass ich da schon was gefunden hatte, aber keine Ahnung mehr, dass ich das gefunden habe. Letzte Aufnahme liegt ja nur schon ein bisschen zurück. Aber das soll uns nicht auffallen. Bestimmt 1000 Adams, alle Gen-Erweiterungen. Gratis. Premium-Account für Twitch, keine Ahnung. Hey Mary, warum hast du so ein trauriges Gesicht? Ach, ich weiß nicht, Chip. Ich glaube, ich weiß einfach nicht, was ich von den Little Sisters halten soll. Die Little Sisters? Mensch, ist dir bitte klar, dass sie die Kraft sind? Ob man, wenn man die Little Sisters fotografiert, ob man da mehr Dings rauskriegt? Wenn man sie verschont oder so? Leiche. Ja, gut, scheint jetzt erstmal die Scheine hinten da. Aber die Tastatur im Weg scheint ja da hinten irgendwo zu sein. Ja, dann wollen wir mal klopfen. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Mhm. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Was war das denn jetzt? Nun. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in ihren Rohrpost, dann lass ich dich rein. Mhm. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Ich muss mal einmal kurz
Zorn gegen Abfackeln austauschen? Na. Hackerfokus. Ah, Produktpalette entschärft Fallen in Sicherheitssystemen. Wir garantieren weniger durchgeschmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Ja, nee, behalten wir erstmal. Lager wir erstmal. Ja, ich habe eigentlich so gar keine Lust, meine Waffen da rein zu tun. Weil ich gerade auch so schön viel Munition habe. Dann kann ich mir leisten, ein bisschen rum zu zappen hier mit dem Feuer. Hab ja genug Eve-Spritzen. Ziemlich unmöglich, würde ich sagen. Oh, mein Robo ist ausgesperrt. Oh, ich werde mich gleich so verjagen. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Ich werde mich gleich so erschrecken. Er gehört uns! Na, Action. Das ist aber ein mieser Kampf. So, Autohacken. Na. Ja, ich war einfach sichtlich überfordert. Ist der Kampf gelaufen oder? Oder was ist jetzt los? Noch halb voll. Tschüss. Aber anscheinend, ich meine, ich verliere garantiert immer eine ganze Menge Star und sowas. Aber es scheint ja zumindest nicht so zu sein, als dass ich jetzt immer alles rein mache. So. Auto hacken. Gibt's einen Bonus? Gibt's einen Bonus? Nein. Ich habe ein Geschenk. Was sagt er zu mir? Wo ist er denn?
So, ich weiß zwar nicht, wer sich die Zeit nehmen kann, in so einer Situation diese komischen Rohre zusammenzusetzen, aber hey. Wer bin ich, Ryan Industries, zu sagen, was wir zu tun und zu lassen haben? Ja. Eigentlich setzt es schon voll, ne? Aber. Der schon ist, ja. Leg dich gefälligst ins Zeug, du Arsch! Ja. Wenn ich den gleich nicht irgendwie auf irgendeine Weise tot kriege, werde ich mal die Höhe nachschauen. Ja. Ja, nicht, dass ich jetzt hier stundenlang rumgammeln. So viele ich spritzen hier. Anscheinend einige hier. Schon abgefackelt zu haben. Ja, gibt der was? Nitro-Spicer, Action-Foto. Den müssen wir jetzt mal so hacken. Runter, seitwärts. So und so. Tada! Peach Rickens besiegt. Oh, haben wir jetzt die Roboter gemacht, ja? Das U-Boot-Dock wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt, um die Schnüffler nicht mit der Nase drauf zu stoßen. So, haben wir das? Machen wir noch hier. Pimmy weg! Stirbt man ein bisschen weniger dramatisch, bitte. Bin ich eigentlich noch hier? Ja, okay. Interessant, was ein Leicher. Bringt nichts. Muss ja ein bisschen ins Bringen. Autohacker. Wirklich gelohnt hat sich das jetzt aber nicht. Ja, dann mache ich hier mal die Folge zu Ende, bevor die Datei zu groß wird. Ist ja schon ein bisschen länger als eigentlich geplant. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei. Wir könnten ihn ja eigentlich mal, bevor wir jetzt wirklich ausmachen, kurz suchen. Ist er das? Nein. Das muss er sein. Hallo. Was er alles gegeben hat, ja. Alter. Ja, jetzt wird's langsam. Egal. Ja.
Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Bioshock in der Remastered-Version. Und kling, Schaden. Hacken wir mal beim nächsten Mal. Ich stelle mir hier hinten hin. Dann können wir hier weitermachen beim nächsten Mal. Okay. Dann eine schöne Unterseefahrt und bis dahin. Ciao.